So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Mindtest. Wir stehen ja hier gerade in unserer Bude. Ich hatte letztens ein bisschen anders aufgehört. Wir stehen jetzt aber gerade in dieser Bude und wir haben ein kleines Kart. Das ist doch toll, ne? Warum finde ich das toll? Cheerio, mit O. Wir flitzen mal darüber. Da habe ich nämlich schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Also ich habe, ich habe ein bisschen gegoogelt und versucht herauszufinden, wie man dieses Kart aufpickt. Wahrscheinlich steht es längst in den Kommentaren. So. Wir setzen das Kart hier hin, wir setzen uns rein und wir schubsen uns mal an. Whee! Und da ist die Energie aus. So, dann sneaken wir mal und klicken es an und haben es wieder in der Hand. Hey, cool. Also so einfach geht es. Ich würde das Kart echt mal hier lassen, weil wir brauchen es gerade nicht. Und dann würde ich in meinem Inventar mal wieder schauen. Also ich habe wieder Holz dabei. Ich habe Sticks dabei. Ich habe Fackeln dabei. Ich habe Steine dabei. Zack. Zack. Und andersrum. Zack und zack. So, einen brauchen wir für Schaufeln. Und dann können wir eigentlich schon unterwegs sein. Da hinten habe ich auch wieder Gezuppel angepflanzt. Dann würde ich doch wieder hier eine Spitzhacke nehmen. Und mich zurück in die Mine begeben. Wenn ich das denn jetzt wiederfinde übrigens. Ach, ich wollte noch ein Schwert mitnehmen, genau. Weil es jetzt ja wirklich sein kann, dass wir öfters ein paar kleinen Monstrositäten begegnen. Deswegen würde ich ganz gerne eigentlich ein bisschen ein Schwert mitnehmen. So, hier. Zack. Dich hätte ich gern da. Machen wir mal so, machen wir mal so. Kann man hier noch irgendwas hinhauen? Ja, den da. Ansonsten haben wir noch Erde dabei, haben wir Sand dabei. Oh, ich habe noch mal einen Samen. So, Flint. Habe ich da irgendwo was? Ich habe da hinten Rohstoffe, aber das möchte ich eigentlich nicht. In Rohstoffe. Gerümpel. Gerümpel klingt gut. Wolle und Stoffe und Farben. Gerümpel klingt echt gut. Ach, ich wollte ja eigentlich die andere Kiste noch ein bisschen ausräumen. Okay, das sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit offscreen machen. Offscreen, also quasi ich persönlich ohne euch, aber das machen wir jetzt. Jetzt sind wir nämlich gerade da. Wenn wir jetzt schon zusammensitzen, so ganz lustig, dann hüpfen wir auch zusammen in den Brunnen. So. Und dann räumen wir hier die Kisten leer. Und die Kisten sind schon leer. Wunderbar. So, ja. Was ich gerade am Überlegen bin, ist, ob ich mir nicht einen Kompass besorgen sollte, weil ich gerade mir überlege, ob ich nicht vielleicht eine Etage tiefer versuchen sollte, mir eine Verbindung herzustellen. Okay, der ist leer. Oh, da habe ich auch noch Sticks bis zum Abwinken.
So, dann Inventar. Dann würde ich doch Rucksack sagen. Können wir mal dahin. Dann hier, zack, 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 zack. Dich natürlich, dich, dich. So, genau. Und so. Genau, das andere Gezuppel lassen wir hier. So, dann würden wir das doch mal so machen. Ta, 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 ta. Und hier den daneben auch noch. Ganz viel Erde. Okay. Dich würde ich dann mal gerne hier behalten. Da wäre Dreck und Dreck. So. Dich und dich. Da haben wir noch, da haben wir noch. Da, 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 da. Da, da, da. Gras, das gehört woanders hin. Dreck. Okay. Den da weg, dann würde ich den da dahin packen. Der und der, der kann weg, dann kann der da unten hin. Das Gerümpel. Das Zeug würde ich eigentlich alles gleich jetzt verarbeiten wollen. Und warum würde ich das Zeug da oben alles gleich aussäen wollen? Das muss in die Küche. Das kann ich verbrennen. Okay. Na, das war jetzt nicht ganz so fröhlich, aber es ist in Ordnung. Na komm, und dann haben wir hier die Kiste auf jeden Fall auch noch leer. So, und hier ist nämlich jetzt einfach die Überlegung, ob ich da nicht einfach so die Kisten mitnehme. Dazu mache ich vielleicht mal die Hand leer. So, genau. Dann können wir nämlich zurück und eigentlich versuchen, die Kisten mitzunehmen. So. Gut, und die da hinten eigentlich auch. Da hätten wir ein paar Kisten für unterwegs. Ich meine, hier brauche ich sie ja eh nicht. So, und da unten müssten wir ja auch noch Kisten haben. Dann hätten wir ein paar Kisten, wie gesagt, für unterwegs. So. Haben wir hier irgendwo eine Kiste? Da haben wir eine. Da können wir mal gucken, was wir da noch drin haben. Ui. Das ist gar nicht so wenig. So, dann würde ich die vielleicht fast mal da lassen. So, und dann würde ich da noch mal runterschauen. Und dann wären wir hier.
Und dann hätten wir da unten so ein Lavamonster. Und da hinten. Ja. Das wäre eigentlich fast vielleicht gar nicht so blöd. Wenn ich jetzt hier mal auf die Dings gehe, dich nehme und dich hier hin tue. Und dann sagt zack, zack, zack. Und dann hier sagt. So, und dann dich da mal nehmen und dann würde ich sagen. Du kommst mal dahin und dann würde ich da den Sand reinpacken und 1, 2, 3. So, dann können wir da Glas herstellen. Und dann würde ich vielleicht hier mal sagen, da kommt noch eine Kiste hin. Ah, wunderbar, haben wir schon. Dann würde ich hier im Inventar vielleicht sagen, wir tauschen euch beide mal. Und ich bin jetzt mal gespannt. Okay, das wird sogar gehen. Hier sind es 8. Das heißt, wir kämen hier sogar relativ easy peasy hoch. Wir kämen da sogar relativ easy peasy hoch. Ist die Frage, ob ich das jetzt schon will. Oder ob ich nicht einfach sage, ist okay. Tschack, tschack. So, da wäre mein Schwert, das würde da hinkommen. Dann würde ich hier. Kisten brauche ich ja eigentlich nicht so oft. Und dann würde ich hier auf 4 gehen. Ein, zwei, drei, eins, zwei, drei. So, dann könnte ich da theoretisch außen rumlaufen sogar. Weil ich muss ja nicht zwangsläufig hier alles mit Glas zumachen. Könnten uns theoretisch auch eine Reling überlegen. Also mein initialer Gedanke war ja, machen wir mit Glas, aber wir müssen das ja gar nicht. Wir können ja theoretisch hier einfach sowas machen. Der wieder weg. Das wäre dann halt einfach dieses Minenprinzip. So. Und hier müsste man sogar ein nach oben. Genau. Und da wird man quasi noch einen reingehen und da noch einen reingehen und da noch einen reingehen und da noch einen reingehen. Und hier und hier. So, genau. So, und war das das Monster jetzt da unten, ne? Zack, zack, können wir hier wieder zumachen und da zumachen. Und dann kann man nämlich hier sagen, oh, genau.
Und so weiter. Also wie gesagt, da haben wir ja prinzipiell Möglichkeiten. Wir müssen ja jetzt nicht hier alles mit Glas zupflastern, sondern wir können ja eigentlich regulär ganz normal durch die Wand gehen. Insbesondere können wir dann da hinten auch runtergehen, was dann manche anderen Aspekte ein bisschen interessanter gestaltet. Da hinten sehe ich auch noch irgendwas blitzen. Ja, da ist auch noch Kohle, genau. Die könnte man theoretisch auch holen. Und hier kann man dann halt, wie gesagt, einmal ums Eck rum. Und dann käme man quasi überall hin, wo man hin wollte. Aber wir wollen ja hier momentan gar nicht hin.